ein System zerfällt. Neue Ansätze müssen her, neue Visionen entwickelt werden. Erstellt. Neue Einschnitte und der währende Versuch, das Management-Buyout von der Treuhand endlich vollziehen zu können, all das zerrte an den Nerven. Doch aufgeben, nein, das kam für Dr. Klaus-Peter Thiemann nicht in Betracht. Neue Dienstleistungen mussten her, RFT-Techniker wurden zeitweise zu Videothekaren. Sicherlich nicht die Traumvorstellung, aber eine Zwischenlösung, die nicht in die Arbeitslosigkeit führte. Dazu kamen neue Themen wie Brand- und Einbruchsmeldetechnik, Mobilfunkkommunikation. Und immer öfter spielten in den Diskussionen die Kabelnetze eine wichtige Rolle. 1994 dann endlich die Privatisierung ist geschafft. Und mit dem Millennium ging es dann auf zu neuen und großen Ufern. 2001 wurde der Startknopf gedrückt für das erste Internet-Turbo in der Stadt und im Land Brandenburg. Das war ein erhebendes Gefühl. Weil wir also in dem Bewusstsein, einer der ersten in Deutschland zu sein, die überhaupt über das Breitbandkabelnetz Internet betrieben haben oder betreiben. Und die Technologie, die also notwendig war, die zu entwickeln war, war schon fast ein Jahr vorher fertig. Aber den Rollout haben wir da gemacht und das war ein tolles Gefühl. Und wir wussten, mit diesem Schritt haben wir das Unternehmen RFT zukunftsfähig gestaltet. 2001 war nur der Anfang. Es folgte Kabelnetz für Kabelnetz, Wohneinheit für Wohneinheit. Und das Triple Play wurde immer populärer. Fernsehen, Telefonie und Internet, alles aus einer Dose. Und das schon bald im ganzen Land unter der Marke RFT. Ein großes Erbe, das es zu pflegen gilt. Henry Ford beschrieb das einmal wie folgt. Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt, er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt. Ein Produkt und ein Erbe, das heute über 130 Mitarbeiter des Hauses zum Erfolg tragen und damit die Marke RFT pflegen. Eine Traditionsmarke und ein innovatives Unternehmen dahinter, das seit 2011 sogar Oscar-Preisträger ist.